Willkommen zurück, liebe Leute, bei einer weiteren Folge von Hero Zero. Es geht weiter und ja, heute kann ich jetzt die Zahl mal richtig erkennen, denn ihr seht schon, ich habe mir mal eine Brille zugelegt. Ja, im Real Life weniger, aber im Spiel auf jeden Fall. Cool, oder? Sieht auch ein bisschen nerdy, streberhaft aus. Ja, komm, wir sind in Hero Zero, wir dürfen das. Wenn man damit ein bisschen einen Durchblick hat, ich sehe übrigens auch ohne Brille eine Heldendart blinken, gerade ich, eben. Da komme ich später zu. Da kommst du später zu. Oder nee, komm, das sag ich jetzt. Ich habe mir so ein bisschen was vorbereitet. Hier, nee, nicht bei dem. Also hier werden wir einen schaffen und hier werden wir ganz, ganz viele Sondereinsatzgegner machen. Welche ist das denn alle? Und was ist der dritte, oder? Das ist der vierte. Ist der vierte? Und ich habe auch übrigens den dritten hier mir aufgeholt. Einmal 1000 Missionen erledigt. Holy. Boah, plus 15, das würde ich aber gleich ausrüsten. Natürlich, mache ich auch. Ich habe ja immer Angst, dass ich mal aus Versehen auf Zurücklassen klicke. Aus Versehen. 1000 so, okay. Missionen. Und dann habe ich gleich noch eine zweite, die schauen wir uns gleich an. So, sehr schön. Okay. Nehme ich hier. 18.000, oh, ist das so, fett. Die hole ich mir ist mal ab. Ist das fett. Und dann steigt mein Begleiter und ich ein Level so. Klischee-triefender Rächer, Level 194. Oh, und der Begleiter ist auf 18. Spannend wird es ja wieder, wenn er auf 20 geht, weil er dann nämlich eine neue Fähigkeit kriegt. Und ja, jetzt kommen wir nochmal zu den Sondereinsätzen. Ich kann jetzt ganz, ganz viele machen. Glaubst du? Ja. Okay, ja, dann lass mal was sehen. Also, lass mal was. Naja, gut, das muss jetzt nicht easy sein. Das ist minus 74. Egal, aber kannst du auch verkaufen, das sind noch Münzen. Die kannst du wiederum in die Skillung stärken. Leute, ich ertrag das gar nicht. Das hält uns doch hier nur auf. Das können wir doch nicht im Inventar. Kannst du ja auch vorher machen. Ja, okay. Komm, dann verkaufen wir mal eine Seite vom Inventar. Na, wenn ich es schaffe, auf dem Verkauf. Ja, schau mal, ob das wirklich alles minus ist. Ne? Das ist doch irgendwie aus Versehen ein. Ja. Na, okay, alles klar. Ja, eine Seite des Inventars bitte verkaufen. Und bisher. Was ist denn hier überhaupt beim aktuellen Angebot? Ist da vielleicht irgendwas Plussiges dabei? Das hier war ja doch schon mal plus. Gleich. Plus 13? Schön. Okay. Sehr schön. Okay. Okay, dann kommen wir zum nächsten, nämlich dem High Hippie, wenn er so hieß. Ja, so High Hippie, das müsste ja auch easy sein. Okay, was gibt es? Minus 24, okay. Wird auf jeden Fall schon besser. Ich gucke mal ganz kurz mein ganzes Gear hier an. Ja, okay, passt. So. Ja, ich will doch nicht auf Booster klicken hier, Mensch. So. Dann next day. Dum, dum, dum. 100. Plus 13, okay, das lohnt sich. Das ist der... Man muss es aber irgendwie auch easy schaffen. Okay, cool. Dann ziehen wir das gleich mal an, würde ich sagen. Wie verändert es deine Skillung? Lass mal sehen. Was gibt's? Mhm. Ja, passt. Und dann, jetzt machen wir den, weil der ist jetzt 100. Ja, der ist 100. Okay. Und dann kommen wir zu dem. Oh, aber leider nicht. Sagen. Ja, der war auch schon 100. Ich hatte wahrscheinlich einfach nur etwas Unglück während des Kampfes, aber es macht doch eigentlich ganz Fun so. So ein bisschen verkaufen, dass wir es nicht direkt wieder erneuern müssen. So. Aber jetzt machen wir einfach mal hier weiter. Unter Wasser, Level 6, was gibt okay, das? Wird minus 420. Das ist doch easy. Ist immer noch Minus? Weil ich hab die Erfahrung gemacht, manchmal wird Minus angezeigt und nach dem Kampf kriegt man das Item. Ja, weil das immer, also vor dem Kampf, also es wird random immer mal wieder resettet, kann ich dir sagen. Okay. So, 104. Es gäbe ein Plus 1. Sehr schön. Muss mal schauen, da gibt es einen ziemlichen Shift jetzt, von was nach was. Warte mal, von 1. Ist doch gut, ist gut. Oh ja, sehr gut sogar, sehr gut. Sehr schön. Sehr gut. Warte mal, jetzt, der hier ist jetzt 106 und der ist... Nee, ist zu hoch. Ich würde mal sagen, 104. Okay. Kümmern wir uns doch um den. Jo, der. Wie ja wow, alle fallen. Ey, läuft aber echt gut, der. Jo. Das läuft gut. Fast nur mit Sondereinsätzen ein Level up, oder was? Jo, sieht fast so aus. Okay. So, mal schnell verkaufen. Ja, Sondereinsatz Mania. Okay, dann alles in der Wasser? So. Schaffst du noch den 8? Ich weiß es nicht. Das müsste eigentlich schaffbar sein, oder? 106. Ja, easy. Wir kriegen die unversehrte Handyhülle. Das ist doch schön, auch oder? Auch kann ausrüsten. Gib jetzt, war jetzt. Ja, schönes Skillung. Schönes Skillung. Der ist jetzt 108. Dann wird wahrscheinlich jetzt auch drankommen. 108 und der ist 110. 110. Ja, probier doch den nochmal. Probier ihn doch mal. Was ist denn hier los? So Leute, gut. Was ist denn hier los? Das läuft aber doch wie Schmetzkatze plus 7. Das ist eigentlich voll das komische Sprichwort, oder? Ah nee, den möchte ich nicht verkaufen, das ist mein Lieblings-Item. Geht ab wie Schmitz Katze. Auf jeden Fall, also verkaufen wir hier noch ein bisschen okay, was. Ich finde eine Skillung ganz okay. Weiter. Der ist jetzt 113, der andere ist 110. No way. Schau doch mal, ob du über alles unter Wasser vielleicht fertig wirst sogar. Das wäre ja cool. 110? Schade. Jetzt ist es leider vorbei. Soll ich es nochmal versuchen? War nicht mehr zu ja, mach doch mal.
Leute, ja. Jetzt sind wir beim Finalen. Halleluja. Oh, was ist das? Oh, den habe ich noch nie gesehen. Plus 47. Ich lese es gleich. Okay, rüste doch mal aus. Das war doch jetzt Plus, ne? Leute, werden wir es schaffen? Also was ich jetzt ja machen würde, ich würde jetzt noch ein paar Münzen investieren. Ja, okay. Auf jeden Fall. Geschafft. Auf 1000. Ein bisschen Kondi. Grundfähigkeiten, ja, Kondition. Kondition und Grips, das skill ich jetzt mal hoch. Und hier seid ihr dafür bei. Und Hank, hast du heute schon ein großes getrieben hier, oder? Das war ja hart, oder was meinst du? Nee, allgemein jetzt so. Ich bin gestern Nacht noch mal. Im RL jetzt. Um 1.30 Uhr, wenn man sage und schreibe. Hast du eigentlich Euro Vision geschaut? Habe ich geschaut, aber warte mal. Vorher will ich noch grüßen. Die Luminari, den Cyberkick und den Baba. Die waren nämlich gestern um 1.30 Uhr noch wach. Ich dachte, ich bin der einzige Mensch, der im HZ noch wach ist. Aber nein, bei den YouTube Heroes waren fast noch alle wach. Und ich krieg noch einen tollen Gegenstand, okay, der leider minus ist. Aber dann lass doch mal schauen. Das wäre jetzt natürlich ziemlich fett. Oh. Plus 47. Ja, aber das wird schwer. Das wird, glaube ich, richtig, richtig schwer. Boah, keine Chance. No fucking chance. Aber überhaupt hier? Keine einzige hier, Chance. Hier? 113? Ich weiß nicht, ich muss das mal ausprobieren. Nee, keine Chance. Aber das war doch schön. Auf jeden Fall sehr gut. Das war allerdings ziemlich lässig, wenn ich das mal sagen darf. Ach, und mich würde mal interessieren, werden alles eure Wischungen geschaut? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ich habe es gesehen und ich war für Griechenland in dem Fall. Was für Griechenland? Aber als ich dann gehört habe, wie die gesungen haben, hatte ich meine Zweifel. Gewonnen hat ja diese Wurst from Austria. Conchita Wurst. Rise like a Phoenix. Mein Favorite war übrigens Holland. Holland? Die sind die Nummer 2 geworden in die Holland mit der eine Sendelied, ein bisschen eine Country-Song, was ist normalerweise Kann ich dich mal ganz kurz anschauen? Oder stört dich das? Du kannst, ja. Ich habe eine ziemlich coole Skillung. Du bist hier gerade online. Ich weiß, es klingt ein bisschen bescheuert, wenn man es über sich selber sagt, aber meine Skillung gefällt mir aktuell sehr, 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 sehr gut. Ja. Ich habe nämlich... The Green Lizard ist noch am Stage. Ich würde es mal sogar eine Leiter-Skillung nennen. Das ist wie die zwei Sprossen einer Leiter, nämlich auf Kondi und auf Intuition. Und ich gewinne ziemlich viele Kämpfe, wenn ich das mal sagen darf. Nicht alle, aber ziemlich viele. Okay, ich wollte noch sagen, es ist ja Muttertag heute. Heute ist Muttertag. Ach genau, es gibt ja Muttertags-Items, und zwar Wurfwaffen, glaube ich, ne? Oder? Lass mal sehen. Wir grüßen unsere Mütter auf jeden Fall, oder? Alle unsere Mütter sind gegrüßt. Aber die sehen das wahrscheinlich eh nicht. Auf jeden Fall gibt es hier die flauschigen Plüschwurfherzen. Mütter der Herzchen. Welt, seid gegrüßt. Übrigens, falls ihr eine Mutter seid, also falls ihr ein Kind habt, dann schreibt mal in die Kommentare, was sollen wir dann schreiben? Habe Kind, bin Mutter. Ich glaube, es schreibt eh keiner rein, weil keine Mutter ist. Aber egal, auf jeden Fall sind diese Wurfwaffen die einzigen Wurfwaffen, also mit die einzigen Wurfwaffen, die, von denen man für 150 haben kann. Ich kann mir ehrlich zu sein jetzt auch nicht vorstellen, dass erwachsene Frauen, die Mütter sind, Hero Zero spielen. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich meine, du musst ja immer rechnen, da hat man ja nicht mehr so Endfühlzeug. Kann ne? ich mir nicht vorstellen. Aber. Naja. Gibt's denn sonst noch Muttertags-Items? Muttertags-Items, das klingt schon irgendwie. Darf ich einmal blättern? Okay, blätter mal auf so ein Muttertags-Item. Du bist nichts, was so aussieht. Ich glaube nicht. Das ist ein Muttertags-Item. Ja, genau. Ist da irgendwie was Plussiges dabei? Guck mal, nochmal einmal blättern. Oh, plus 8. Die sind aber gut. Also ganz ehrlich, die würde ich mir nehmen. Auch wenn die 4 kosten, sind ja 150. Und ein plus 8 ist natürlich ziemlich fette Nummer, ne? Ich weiß nicht. Ja klar, logisch, nimm sie. Schau mal, 2 Wurfwaffen auf einer Seite, das muss man ja, mal sehen. Ja, morgen gibt's sie nicht mehr. Nehmen. Ach, und ich wollte euch mal fragen, ich habe nämlich vor kurzem mal wieder Plants vs. Zombies geholt. Will ich nur mal anmerken? Ich wollte mal fragen, ob ihr das habt. Schreibt es mal in den Kommentaren, wenn ja, sagt in die Kommentare. Ach genau, das kriegst du momentan umsonst, ne? Ja. Genau, wir können den Link auch unten in die Beschreibung packen. Wir haben nämlich auf einer Seite gefunden Plants vs. Zombie umsonst. Also das Original. Ja, das und, Original. Und wenn ihr es habt, schreibt mir in die Kommentare. The zombies are coming. Schreibt es bitte in die Kommentare. We like brains. Ich bin ja ein riesengroßer Plants vs. Zombie-Fan. Ja, aber Garden Warfare hast du nie gespielt, ne? Nö, ich hab die halt ein bisschen zugeschaut. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir doch zu den Neuzugängen. Genau, schauen wir zu den Neuzugängen, wer neu dazugekommen ist. Jo. So, als erstes haben wir hier den King 2. Wer ist denn King 1 dann? Man will es gar nicht wissen. King 2, vielleicht sein großer Bruder. King 2. Leute, egal was ihr macht, klickt hier nicht drauf. Aber ich habe das schon gesehen, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Okay, wahrscheinlich klickt jeder drauf. Ja. Du musst natürlich das tun, was dir gesagt wird, also klick auf das Rote. Okay, King 2. Ja, keine Wurfwaffe, nein.
Nein, das ist natürlich ganz blöd. Das darf natürlich überhaupt gar nicht sein. Und das Booster kann hat doch nicht der Apfel sein. Ist, welcher Booster ist der Fähigkeitenbooster? Du bist der Einzige. Von der Skillung her sehr, war die ausgeglichen. Viel zu ausgeglichen. Das kann nicht sein, sorry. Ich glaube, King ist einer, der so ganz neu mit dem Spiel angefangen hat. King, also King 2, bitte Power rein. Power einfach rein. Schau dir gern und gib mal einen bei Heroes Hero. Gib mal einfach bei YouTube an. Ja Heroes so, Hero Skill Tipps, bitte. Man muss ja nicht so kompliziert machen. Hol dir Wurfwaffen, setz mehr auf Kondi und setz mehr auf Intuition. Und dann passt das. Und der Rest ist eigentlich egal. Und am unwichtigsten ist Kraft. Und wenn du das befolgst, dann ist einem langen Heroes Hero Leben, steht nichts im Wege. King 2, trotzdem willkommen im Team, aber bitte, wir wollen Wurfwaffen sehen. Jo, dann können wir zum nächsten. Ja, Leute, ich gucke halt gar nicht schlecht. Chicken Rabbit LP, haben wir das nicht mal in einer Folge bei Ostern gesagt? Ja. Dass jemand sich so nennen soll? Okay, Simon, sehr geile Aktion auf jeden Fall. Allerdings, genau. Sagen. Wir haben nämlich gesagt, Chicken Rabbit LP wäre ein cooler Channel-Name. Und dann hat uns ein paar Tage später hat uns der Simon angeschaut und gesagt, mein Channel heißt jetzt übrigens Chicken Rabbit LP. Wollen wir mal ganz kurz auf den Kanal gehen? Content. Nee, komm, lass mal. Wir empfehlen ihn, wir verlinken ihn und in der Beschreibung. Ist bester Kanal auf der Welt, Leute. Der beste Kanal, wirklich. Der beste Kanal, zumindest für diese 50 Sekunden, wo wir ihn promoten. Ich würde dir empfehlen, Hast du schon drauf gesehen? Ich möchte ihm noch einen ganz kurzen Tipp geben. Okay. Lieber Siemens oder Chicken Rabbit LP oder wie immer ich dich nennen soll, ich würde dir empfehlen, dass du mit Kommentar die Videos am besten machst. Das wäre, glaube ich, ein bisschen besser. Macht er ohne Kommentar? Ja, er macht es ohne Mikro. Also ich weiß nicht, ob du kein Mikro hast oder so, weil ohne Mikro erfolgreich zu werden, wird so ein bisschen schwer, würde ich sagen. Das wird schwierig, aber für den Anfang ist es eine coole Sache. Ich habe, glaube ich, eins auch gesehen. Ich fand das ganz gut gemacht. Die ersten Schritte sind immer die schwierigsten. Ich habe gesehen, Hero Zero, meine Charaktervorstellung. Nicht der schlechteste. Das ist ein kurzes Wort zu Skillung. Skillung für Stufe 50. Finde ich eine ziemlich gute Skillung, muss ich sagen. Auch gut, dass er Kraft so in der Fischlich vernachlässigt. Genau richtig. Very good, Siemens. Guter Typ. Bleibt dabei. Zum nächsten. Und nochmal Compliments. Cooler Name. Jo, der nächste ist der Erdtod und der, das finde ich jetzt nicht nett, dass der Begleiter mir so die Zunge entgegenstreckt. Das finde ich nicht so nett. Hat aber eine geile Skimmel, will ich das mal sagen. Das hier. Für 73, 25er Booster und dafür solche Werte. YouTube Heroes Forever, Herzchen Luke. Oh, okay, nett. Cool, Erdtod. Erdtod. Stranger Name. Leider keine Wurfwaffen. Erdtod. Mensch. What's up? Wurfwaffen. Bliese. Olle Diere, eine Wurfwaffe. Jo. Wurfwaffe ist übrigens gerade auch online. Wir grüßen dich. Nein, er hat doch ihm geschrieben, er hat keine Donuts. Oh, dann schau mal, dass du dir irgendwo Donuts verdienen kannst. Durch irgendeine kluge Mission. Aber hol dir Wurfwaffen mit so einer guten Skill. Kaufst du doch welche bei einer Donutbäckerei. Du kannst, falls du es nicht hast, würde ich an deiner Stelle mir dieses hier einfach kaufen. Das kleine, oder vielleicht hat er Starterpaket noch nicht. Vielleicht ist ein Starterpaket noch nicht. Es lohnt dann auf jeden Fall. Oder klick auf Donuts verdienen. Das habe ich noch nie erklärt, ne? Donuts verdienen? Das würde ich in einer Mal erklären. Das machen wir mal anders. Auf jeden Fall kann man da, indem man über andere Seiten was kauft, kriegt man Donuts ingame. Ganz einfach. Wie, ich muss woanders was kaufen, um Donuts zu kaufen? Das ist doch vielleicht wesentlich einfacher, wenn ich gleich Donuts kaufe, oder? Ja, eigentlich schon, aber man kann dann beides theoretisch haben. Also bringt es eigentlich nicht. Okay. Bringt es weniger, sag ich mal so. Verstanden habe ich es nicht, aber vielleicht lohnt es sich. Ich erkläre es dir nach der Aufnahme mal. Okay, danke für deine Geduld. Danke für deine Skillung, Erdtod. Okay, zum nächsten. Sehr gute Skillung. Welcome to the team, Erdtod. So viel zu den Neuzugängen. Und jetzt wollen wir euch nochmal den Slimer auf Level 30 zeigen. Genau, den hat nämlich der Life. Und, Gott, ist der lame. Oh. Slimer auf Stufe 30. Er sieht genauso aus wie auf Level 1, nur mit dem Unterschied, hat er so eine Art Hut auf oder was? Ja, ich glaube schon. Es ist ein kleiner Hut und der hat irgendwas umhängen, das ist dieses komische Teil, was man auch bei dem Ghostbuster-Film bei den Events, glaube ich, auch sammeln musste, ne? Oh, ich habe keine Ahnung, Hank. Aber das ist ein bisschen enttäuschend, finde ich. Manche sehen so cool aus, aber er sieht nach wie vor Django auf 30, best of all Best 11. Best of all Begleiter jo, ever. Dann würde ich sagen, was ist das schon für die Folge. Immer schön liken, kommentieren, abonnieren und bis dahin, bye, bye. Bye.